Hallo, mein Name ist Arash Lavazan. Ich bin Ingenieur und arbeite im Bereich Erd- und Grundbau in der Anwendungstechnik bei Hüsker Synthetik. In diesem Videocast möchte ich Ihnen gerne die Anwendung der Finite-Elemente-Methode zur Analyse von geokunststoffbewehrten Bauwerken vorstellen. In den letzten Jahren sind die numerischen Simulationsverfahren in der Geotechnik immer bekannter geworden. Je nach Art der Aufgabe oder der Fragestellung können unterschiedliche numerische Methoden angewendet werden. Dies sind zum Beispiel die finite Elemente, die finite Differenzen oder die diskrete Elemente-Methode. Im Allgemeinen wird die numerische Simulation eingesetzt, um sich ein quantitatives Bild von den Schnittgrößen, der Spannungs- und Dehnungsverteilung im System und dem Verformungsverhalten zu verschaffen. Hierzu wird ein numerisches Modell erstellt, um die Realität in Form von Geometrien, Art der Belastung und den Konstruktionsschritten so genau wie möglich mathematisch zu beschreiben und abzubilden. Dabei ist besonders die Wahl des konstitutiven Modells von Bedeutung, um wichtige Merkmale des Bodenverhaltens zu erfassen. Diese Entscheidung ist stark von der Fragestellung, dem Zweck der Auswertung und auch der Verfügbarkeit der modellspezifischen Daten abhängig. Generell gibt es verschiedene konstitutive Modelle, um das Verhalten von Geomaterialien zu simulieren. Dazu gehören elastoplastische, hypoplastische Modelle sowie Modelle zur Grenzflächenplastizität. Diese erweiterten Modelle verfügen über eine größere Anzahl konstitutiver Parameter, die anhand komplexer Laborversuche ermittelt werden können. Neben der Wahl eines geeigneten konstitutiven Bodenmodells ist zwischen einer mechanischen oder gekoppelten hydromechanischen Analyse des Systemverhaltens zu wählen. Dies sollte entsprechend den physikalischen Prozessen der Problemstellung und des Planungsumfangs erfolgen. Die numerische Simulation von geokunststoffbewehrten Bauwerken ist sehr komplex, da das Verhalten der Bewehrung und die Kontakteigenschaften zwischen den geosynthetischen Materialien und dem Boden darzustellen sind. Es setzt eine adäquate Kenntnis in Bezug auf die Dehnsteifigkeit und Zugfestigkeit der Bewehrung und der Kontakteigenschaften voraus. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dehnsteifigkeit der Bewehrung anhand der isochronen Kurve bestimmt werden sollte. Diese stellt der Hersteller des geosynthetischen Materials für jeden spezifischen Bewehrungstyp zur Verfügung. Zudem sollte der Einfluss des Rohstoffes, der Belastungsdauer und Größe auf das Verhalten der Geokunststoffe berücksichtigt werden. Hinsichtlich der unterschiedlichen Funktionen der geosynthetischen Materialien sollten die hydromechanischen Randbedingungen und die Art der Analyse entsprechend übernommen werden. Grundsätzlich kann der numerische Ansatz erfolgreich eingesetzt werden, um unterschiedliche geosynthetisch bewährte Strukturen darzustellen, wie zum Beispiel Dämme, Stützbauwerke, geosynthetisch ummantelte Säulen, Brückenkonstruktionen, bewährte Gründungspolster über Pfählen, Straßen und Arbeitsplattformen. Für diese Anwendungen stellt die Finite-Elemente-Methode eine verlässliche Plattform dar. Es können kritische Mechanismen gefunden und wichtige Konstruktionsmerkmale für den Gebrauchs- und Bruchzustand festgelegt werden. Nach unserer Erfahrung lassen sich mit dieser Methode der kritische Versagensmechanismus und die Tragfähigkeit von geosynthetisch bewährten Arbeitsplattformen sowohl kurz- als auch langfristig ermitteln. Die numerischen Ergebnisse zeigen, wie die Geokunststoffe das System bewähren und den Versagensmechanismus beeinflussen bzw. unterbinden. Hierzu ein Beispiel. Das Finite-Elemente-Modell erfasst die grundsätzlichen Aspekte einer Dammgründung auf einem bewährten Gründungspolster über Pfählen, wie die Gewölbewirkung in dem Boden und die Membranwirkung in der Basisbewehrung. Derartig zuverlässige Modelle können somit herangezogen werden, um die Wechselwirkungen des Bodenwerks unter komplexen Lastbedingungen zu untersuchen. Außerdem eröffnet die Finite-Elemente-Analyse Ingenieuren die Möglichkeit, ein besseres Verständnis für das Verhalten und die Konstruktion ihrer Systeme zu gewinnen. Es gibt eine ganze Reihe von Richtlinien und Empfehlungen für die numerische Simulation in der Geotechnik. Praktiker auf diesem Gebiet sollten umfassende Erfahrungen und Hintergrundwissen sowohl im Hinblick auf die numerische Simulation
als auch im Bereich der Geotechnik vorweisen können. Dies ist wichtig, um Ergebnisse richtig interpretieren und auswerten zu können. Ich hoffe, diese Präsentation war interessant für Sie. Sollten Sie an weiteren technischen Details und Hüsker-Lösungen interessiert sein, informieren Sie sich doch auf unserer Webseite oder kontaktieren Sie uns gerne persönlich. Wir freuen uns darauf, Sie zu beraten und zu unterstützen.